rein. Ja. Sieht so aus, als hätten sich die Chemiker selbst in die Luft gejagt. Okay, wir gehen jetzt Richtung Labor in einer losen Format. Aber das sieht hier nicht so gut. Dann schließen wir uns einfach mal an. Wir fallen die Lampe aus da hinten. Lampe aus! Jetzt blinkt er auch noch. Hallo! Deine verdammte Lampe! Oh, ja, dein Licht ist an L drücken. Nee, wow! Ach, auch. Mein Gott. Das war die Strobe. Ja, dann wähl mal wieder deine Waffe aus und drück nochmal L. Die ist ausgewählt. Jetzt hat er einen Laser an. Ja. Na, wie auch. Ihr kriegt das schon hin. Ich hab die Lampe zu gemacht, damit wir die wieder finden. Hasse, hör auf, daran zu riechen. So, jetzt go. Geht los. Ganz wichtig. Fährt euch ein bisschen auf, wenn Atomtier bilden. Zwei Kontakte beim Helikopterplatz. Jo, geht mal in Position zum Angreifen. Mal noch die Deko. Soll ich auch einen Schalter fahren für Maschinengewehr? So gibt es glaube ich nicht, ne? Ja, so viel zu Schalter gedämpft. Ach, was kann schon Schlimmes passieren? Habt ihr etwa da oben noch gestanden oder warum wird er auf euch geballert? Der doch Bären geschossen. Der lag in Sichtfeld rechts. Na gut. Hat Bären erwischt oder was? Wir robben uns mal hier links, Tase, an der Kante entlang, von dem nächsten Fels zum Fels. Wo ist er denn? Tot. Okay. Wo ist er? Rechts, irgendwo. Wir sind ein bisschen vorgerobbt zu den nächsten Felsen, von euch aus gesehen, auf, keine Ahnung, 10 Uhr, von dem Helikopter. Thank you.
Oh mein Gott! Wir haben hier bei dem abgestürzten Huey einen amerikanischen Piloten. Lebt er noch? Er ist äußerst tot. Dann liegen lassen. Da ist noch einer. Der Russe ist tot. Weiter. Pilot, amerikanisch, ebenfalls hinüber. Ja. Kann man den irgendwie an das Gear von dem Ding ran? Weiß nicht, ich würde weggehen, das brennt. Ach, was kann schon passieren? Dass du brennst. Wenn du Hitze willst, flieg in die Karibik. Bitte was? Wenn du Hitze willst, flieg in die Karibik. Wir bleiben mal hier auf dieser Hügelspitze. Alles klar. Support by Fire machen. Hm, okay, ist eine gute Idee. Ich schicke euch noch den MG-Gunner mit rüber. Alles klar. Den Klotz. Ja, lässt am besten mal die Augen auf der Hügelkuppe hier in Richtung Norden. Ich guck mal hier Richtung flachste Gangheit Richtung Osten. Alles klar. So dass ich hier. Da ist nämlich so ein Compound, ein paar Gebäude. Das Gas umbiegen hier. Hast du mein Rasenmäher dabei? So ein Handrasenmäher oder so? Weg. Ah, hier Steffen, ich sehe in dem Compound von euch aus gesehen Richtung Nordost tote Leute rumliegen. Da rennt auch noch Infanterie rum. Inklusive einer Funkantenne und ein Muss ich nicht genau auf mich stellen. Copy. Bisher Sichtkontakt zur einer laufenden Infanterie, die ist an die südliche Mauer gerannt. Hm, zu verschatten, sucht die schöne Posi zum Feuersitz geben, dann im Zweifelsfall. Bestätige, Achtung, das waren mindestens drei, die dahin gerannt sind, laut TBS auch wieder. Du bist zu den Felsen gerannt, ja schön. Ein Typ ist in Deckung gegangen. Oh. Einer von uns hat es erwischt, Matt. Engaging, zwei sind down, dritter Soldat ist bisher unaufgeklärt. Hat auch eine Bambus-Agentur im Haus an der Westseite, kann nicht bestätigen, ob tot oder lebendig. Leon, du guckst bitte auch noch ein bisschen Richtung Norden, dass da keiner über die Hügel rankommt. Der hat die Straße entlang. Super. Wir sehen keine weiteren Bewegungen in der Basis. Also und so, wir bleiben alle hier, ja. Wir lassen die anderen vorrücken. Wir geben hier Deckung. Ja, ich schau bloß, damit ich ein bisschen runterschauen kann. Ja, da unten sind Boote. Wie das weitere Vorgehen ist. Östlich Bewegung. An der Mauer. Was? Deine Mauer. Ja. Down. Muss mich verbinden. Okay. Ja, da war noch der ist so schnell auf die südliche Seite gekommen. Mhm. Da liegt doch noch einer, der ist fit eigentlich. Wir haben eine Casualty, Tarsus getroffen, er verbindet sich. Ich brauche keinen Medic, ich habe Morphin selber dabei. Ja. Und 60, der ist tot in dem Jeep. In dem Jeep. Oh, nee, im rechten in dem Jeep. Der ist platt, oder liegt der da? Ich sehe. Ah, die... Schon cool.
Den Mauerdurchbruch meinst du? Bei der 80? Ja, ja, Gebüsch. Direkt in den Dieb schon. Auf 6. Sehe ich nicht, aber okay. Das ist so ein Arsch, ey. Die Linie zu dritt und ich werd beschossen. Ja. Gut haben. Brauchst du Hilfe? Ne, ich hab Morphin selber gegeben und verbunden auch. Gut. Dann bleib ich jetzt hier. Perfekt. Cool, wir haben den Medic zu uns gelockt. Ich schau mal kurz durch mein intelligentes Fernglas. Ja, ja. Das heißt, du drückst M oder was? Nein. Feinde haben Gegner. Was? Feinde haben Gegner? Was hat er gesagt? Also, Nachtsicht. Ja, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, warum die dann auf 200 Meter uns bekämpfen können. Ja. Ohne dass wir geschossen haben. Kann AI dann eigentlich die unsere Laser sehen? Nein. Tja, keine Ahnung. Nein, habe ich getestet. Okay. Hat mich hinter einer KI gestellt und hat mich mit der herumgefuchtet, also mitten ins Gesicht. Und... Oh, ja, der benachte. Bei der Nebel. So viel zum Thema Unterstützung. Also ich kann es noch sehen. Blindfire! Compound, also. Ja, ich sehe auch bloß den Laser. Ja, sehe ich hier was. So, die Sichtweite hoch, jetzt geht's wieder. Ja, und du guckst immer noch in den Norden. Naja, schnell nach Norden drehen wir. Leon? Ja, ja, guck nach Norden. Ja, mach ich. Okay. Auf gerade eingeschlafen. Sekundenschlaf. Auf dem MG. Wem? Kundenschlaf. Ah, der Gegner war intelligent. Der ihn entdeckt hat, auf den hat er geschossen. Ja, ja, hör auf zu stöhnen. Ich bin special. Compound clear. Support Team aufrücken. Rücken auf. Okay, alle Mann mir nach in einer Reihe. Wendy's! Wie sieht's ja aus, ey? Ich war's nicht. Party gefeiert! Alle besoffen. So das hochtechnologische Labor hier mit den Drehwächern. Für was nimmst du eigentlich den scheiß Radioslot, Radioman-Slot mir weg, wenn du nicht mal selber funkst? Dann funk jetzt auch. Gib Ruhe, du. Da liegt auch ja, ein Zivilist in dem Haus, nicht nur militärisches Personal. Compound geräumt, alle Friendlies tot, auch tote Zivilisten, Feinde ausgeschaltet. Weitere Befehle. Hat irgendjemand einen toten, weißen Kittel und graues Haar. Hier ist einer. Der hat bestimmt. Hier. Hier ist er. Ja. Negativ, das ist der falsche. Ist zwar ein ähnlicher, aber der falsche. Ach, und das war der falsche Tod. Natürlich, ich hab doch ein Foto von dem. Ich hasse diese scheiße Baracken da. Kommst du auch nicht rein, ich bin auch groß. Vielleicht liegt er unten drunter. Der verkümmert sich noch mit Angst. Wird er mal die Humvees durchchecken?
Massaker von Butcher Bay. Mindestens 4, wahrscheinlich 5. Wer noch? SF1 sammeln. 3, 5, 0, Grad. Oh, falsch. Nee, ich bin eigentlich schon richtig. So, alle auf zurück? Ja. Okay, weitere Befehle? Okay, neue Informationen. Momentanes Ziel ist, diesen Professor zu suchen. Haku gibt uns mögliche Standorte von ihm durch, wo er sein kann. Da, da oder da? Ja, genau. Nächste Woche, der findet's. Positionen werden auf der Karte markiert. Ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Jetzt, dann wiederhole ich nochmal. Wenn ich es hier wahrscheinlich nicht mehr Kontakt mit 200, ich komme mit Meter Richtung 3 Grad. Ja, das haben wir mitbekommen. So, auf der Karte markiert 1, 2 oder 3. Die letzte Chance ist vorbei. Genau. Ja, gut. Okay, ganz einfach, folgen der Straße. Hat jemand ein Navi dabei? Aus dem Labor raus, dann nördlich die Straße hoch. Mango Mack. Sollen die da Mangos an? Egal. Und dann weiter zu Punkt 2 und dann 3. Habt ihr verstanden? Ja. So verstanden. Ja. Wir den. Auf geht er. Hey. Hey. Was geht heute ab hier? Eine kleine Runde. Komm vorne. Was ist das für ein Ding, für Riesen oder was? Was kann ich ja nicht mal drüber gucken. Da gibt's noch so ein Fußläppchen für. Ja. Dass er einen entscheidenden Augenblick umkippt. Marathon, der dann Dings. Der steht auf einem recht hohen Dach, glaube ich, da ist ein Wasserturm daneben. Spritz dir Morphium. Tja. Alle ausgeschaltet. Ah. Ja, First Aid kannst du laufen. Ja. Gut. Ich hab den Typ auf dem Wasserturm ausgeschaltet. Alle einsatzfähig oder? Ja. Gut, dann weiter. Erhöhte Vorsicht. Haben wir den Todes. Was haben wir? Kann man noch mitmachen? Oh ja. Ich mach Warte, ich heb dich hoch.
Truck auch rein, Alter. Oder zwei. Perfektes Frankensteinwetter. Labor, Gegner, Gewitter. Was ist näher? Nein. Oh, die liegen ja gleich alle auf einmal. Wie praktisch. Check. Steffen, denk dran, einer ist hier links hinter den Gebäuden, ne? Also ich kann nicht wieder mit. Oh. Ach, du bist ja leer.